So, jetzt haben wir 17 Uhr. Damit würde ich sagen, legen wir los. Belohne wie die Pünktlichen. Herzlich willkommen zu Krise war gestern, Inspiration und Motivation für morgen. Herzlich willkommen an alle, die die letzten Wochen schon mit dabei waren, die heute zum dritten Mal schon mit dabei sind. Und herzlich willkommen natürlich auch alle Gäste, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Für alle offiziell an dieser Stelle, freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ein technischer Hinweis, damit das reibungslos abläuft, gleich gerne Video an oder aus, ganz wie ihr wollt. Ich persönlich finde es schön, wenn ich euch sehe hier vor mir, aber es soll ein Austausch sein, daher Fragen, Antworten über den Chat-Button, weil ich euch nämlich gemutet habe. Ich habe euch einfach euer Mikrofon geklaut. Ihr könnt jetzt nicht mit mir reden, aber ihr könnt chatten, weil es ist ja ein interaktives Format. Und den Chat-Button, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr bei Zoom schon im Thema seid, aber den Chat-Button, den findet ihr in der Zoom-Ansicht, in der App oder auch im Browser vor euch. Bei mir ist er links neben dem grünen Icon. Da ist der Chat-Button und den brauchen wir dann mal zwischendurch und mal am Ende. Und damit ich überhaupt weiß, ob ihr mich auch wirklich verstehen könnt, ob ihr mich wirklich hören könnt, möchte ich in den Chat gerne was reinstellen für euch, nämlich möchte ich euch ganz gerne reinstellen. Ich möchte euch zwei Auswahlmöglichkeiten geben, was den Hintergrund betrifft. Bitte wählt aus, eins oder zwei. Hintergrund Nummer eins, den ich euch zur Auswahl gebe, das wäre die Münchner Frauenkirche bei Tag. Wenn ihr sagt, eins gefällt euch, dann gebt in den Chat bitte eins ein. Wenn ihr sagt, Motiv zwei gefällt euch besser, nämlich Münchner Frauenkirche bei Nacht im Energiesparmodus. So sieht sie in der Nacht aus, im Energiesparmodus, spärlich beleuchtet. Dann tragt bitte zwei ein. Da kommen schon die Ersten, die reinschreiben. Der Dirk will die zwei, die Beate die eins, der Oliver die zwei, der Frank die zwei. Na, der Frank will die eins, hat er gesagt. Also, gut. Ihr hört mich, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Und die Mehrzahl dieser nicht repräsentativen Umfrage haben gesagt, sie möchten gern die Münchner Frauenkirche bei Nacht spärlich beleuchtet im Energiesparmodus. Und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Deswegen bleiben wir bei dieser Variante. Legen wir los. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Community ist eine echte Macher-Community. Wir alle wissen, jetzt nicht in Schönheit sterben und warten, bis die Krise vorbei ist, sondern jetzt sich schon Gedanken machen über die aktuelle Situation natürlich, aber auch ganz stark über das, was danach sein wird. Da sollten wir schon ganz stark dran denken und dementsprechend planen. Jetzt ist Zupacken gefragt, da werdet ihr mir recht geben. Zupacken ist gefragt, Unternehmertum, Flexibilität, Schnelligkeit. Jetzt ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, jetzt den Stier bei den Hörnern zu packen, weil wir wissen doch alle, der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn wir später springen. Unfassbar viele sind seit dem letzten Impuls Zoom schon wieder aktiv geworden. Es geht ja um Querdenken, es geht um Vorwärtsdenken. Das ist ja das, was wir in diesem 30-minütigen Format gemeinsam machen. Also unfassbar viele sind aktiv geworden, Querdenken, Vorwärtsdenken. Und das erste Beispiel, das ich euch nennen möchte, vielleicht inspiriert es euch genauso wie mich, das erste Beispiel, das ich nennen möchte, eine Marketingagentur. Marketingagenturen, wieder ein paar tolle Agenturen heute mit dabei, Deutschland, Österreich, Schweiz. Von den Agenturen in Österreich weiß ich zum Beispiel, die haben einen riesen Einbruch zu verzeichnen. Also die Agenturen in Österreich haben bis zu 60% Minus. Bis zu 60% Minus, weil komplette Geschäftsfelder weggebrochen sind. Es gibt viele Marketingagenturen, die sind sehr, sehr rührig, sehr, sehr umtriebig und die denken wunderschön quer und vorwärts. Zum Beispiel das Ideenwerk Noza. Das ist eine tolle Kreativagentur aus Herbern bei Münster. Die haben sich gedacht, Mensch, wie ist es denn jetzt? Viele Beschäftigte sitzen doch im Homeoffice. Also rund jeder zweite Beschäftigte arbeitet gerade ganz oder teilweise von zu Hause aus und macht Videokonferenzen. So, bei Videokonferenzen, das Problem bei Videokonferenzen im Homeoffice ist, Sie kennen es vielleicht, ihr kennt es vielleicht, man sieht natürlich immer nicht nur den, der spricht bei der Videokonferenz, sondern man sieht ja auch, was im Hintergrund so abgeht.
Also man bekommt ja da ganz intime Einblicke. Und ich denke mir manchmal im Fernsehen, auch wenn ich Wissenschaftler sehe, wie die in der Abstellkammer da Skype-Interviews geben oder Zoom-Interviews geben und im Hintergrund Gelsenkirchener Barock. Das nimmt dem Ganzen immer ein bisschen Charme. Und deswegen, also bei vielen sieht es dann vielleicht zu Hause so aus, das könnte sein, dass es nicht ganz so aufgeräumt ist. Natürlich nicht bei euch. Bei euch sieht es anders aus, aber das Ideenwerk Noza hat sich gedacht, Mensch, da müssen wir doch was dagegen machen, müssen wir reagieren, haben Roll-ups produzieren lassen. Und das finde ich sehr, sehr clever. Die verkaufen die auch. Haben Roll-ups produzieren lassen. Das heißt einfach für euch kurz vor der Videokonferenz, bevor die Kamera online geht, Roll-up hoch, damit es nicht mehr so aussieht wie hier, sondern dann sieht es plötzlich hinter euch im Hintergrund zum Beispiel so aus. Kostet 129 Euro, ist eine total pfiffige Idee, die haben schnell reagiert, die sind kreativ, gibt verschiedene Motive. Wenn ihr es ein bisschen moderner, stylischer haben wollt, dann nehmt diese Variante. Oder wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch selber Motive in Auftrag geben. Die sind ganz, ganz offen. Die Miriam macht das mit ihrem Team ganz, ganz hervorragend. Und am Ende des heutigen Impuls-Zooms verrate ich euch, wir verlosen eins von diesen wunderbaren Roll-ups, verrate ich euch, wie ihr an eines dieser wunderbaren Roll-ups kommt. So, Querdenken, Vorwärtsdenken. Welche Branchen, es gibt ein paar Lockerungen jetzt, aber welche Branchen erwischt es denn richtig? Zum Beispiel die Reisebranche. Da geht ja immer noch nichts und wir haben am Mittwoch, also gestern, haben wir hier ein zweistündiges Webinar, da sind wir richtig tief gegangen, ein zweistündiges Webinar gehabt, vom Kunden zum Fan Spezial, Kundenbindung in der Krise. Und da hat mir der Thomas erzählt, es ist halt momentan ein Problem bei vielen Reisebüros, dass die Reisebranche aktuell nur Stornos bekommt und alle Kunden, die schon gebucht haben, die wollen ihre Anzahlungen und die Flugticketpreise zurückerstattet haben. So, und jetzt ist natürlich ein Reisebüro genau mittendrin, Sandwich-Position. Auf der einen Seite der Kunde, der das Geld wieder zurückhaben will, weil er nicht verreisen kann. Auf der anderen Seite haben aber diese Reisebüros, die sind ja alle schon in Vorleistung gegangen. Die haben ja schon die Gelder der Kunden weitergeleitet an die Leistungsträger vor Ort, also an die Hotels, an die Guides. Also die Urlauber wollen ihr Geld zurück und da sprechen wir nicht von ein paar hundert Euro. Das ist richtig viel Geld. Und die spontane Idee, die wir gestern erarbeitet haben, speziell für die Reisebüros, hat so ausgesehen. Mensch, kann man nicht zum Telefonhörer greifen, gerade jetzt in der Krise? Telefoniert, sprecht mit euren Kunden. Kommunikation ist King. Und je persönlicher, desto besser. Also kann man nicht zum Telefonhörer greifen, klipp und klar sagen, was ist. Krisenkommunikation, so und so sieht es bei uns aus. Folgende Möglichkeit haben wir. Um dann zu sagen, wir bieten euch einen Gutschein an. Und ihr macht aus diesem Gutschein aber nicht nur irgendeinen Gutschein, einen läppischen, sondern ihr macht ein richtig offizielles Dokument. Richtig wertig, ein toller Text dazu. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in dieser Zeit die Treue halten würden. Persönlich unterschrieben vom Geschäftsführer, Siegel drauf, das Ganze in ein Ledermäppchen, Inszenierungsfreude, macht das richtig hochwertig und packt vielleicht on top, wenn das geht, noch eine Verzinsung von 20 Euro on top mit drauf für die nächste Reise. Und wir sind alle gestern in diesem Intensivwebinar, in diesem Zoom, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, also das Geld wird mit größerer Wahrscheinlichkeit bei euch bleiben, also die Kunden werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf einlassen und wenn schon mal 20 Euro on top für die nächste Reise gibt, dann wird halt die nächste Reise auch wieder in diesem Reisebüro und nicht beim Mitbewerber gebucht. So, viele von euch haben mir geschrieben, dass es eine große Herausforderung ist aktuell für den Außendienst. Klar, was macht der Außendienst? Der Außendienst fährt in guten Zeiten, fährt er zum Kunden. Mensch trifft auf Mensch, also physisch anwesend, was passiert? Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Also direkter Kundenbesuch, du kommst da in die Firmen gar nicht mehr rein. Und es war eine Frage, Mensch, hallo Paul, wir haben ein Problem. Mir wurde also eine Mail geschrieben, wie kann man den Außendienstjob, der bislang in direkten Kundenbesuchen dargestellt war, in Zukunft sinnvoll wahrnehmen? Also wie kann man den Kontakt aufrechterhalten? Übrigens auch viele Verbände, die mir ähnliche Anfragen schicken. Also wie kann man jetzt den Verbandsmitgliedern nah bleiben? Halte ich persönlich für extrem wichtig. Also passt auf, zu dieser Firma. Ich habe eine richtig gute Idee für euch, wenn ihr diese Thematik habt. Außendienst ist im Innendienst und kann keinen Kontakt zu den Kunden persönlich aufbauen. Macht doch Folgendes. Macht doch Folgendes in eurer Unternehmung. Greift zum Telefonhörer,
ruft 100 Kunden an und sagt ihnen, Mensch, wir wollen gern bei euch bleiben. Das Persönliche fehlt uns genauso wie euch. Persönlich ist es gerade nicht möglich, aber wir laden euch ein zu einem richtig guten Kundenevent. Zu einem richtig tollen, hochwertigen Kundenevent. Online. Zum Beispiel mit Zoom oder mit irgendeiner anderen Plattform, Microsoft Teams oder Webinar Jam oder Skype oder was auch immer. Aber wir nehmen mal Zoom. Erklärt denen im nächsten Schritt, was Zoom ist. Also nicht jeder weiß ja, was Zoom ist. Sagt zu denen, komm, Kundenzentrierung, wir kümmern uns um euch, wir richten euch das Ganze ein, wenn ihr nicht zurechtkommen solltet. Per Teamviewer, überhaupt kein Problem. Oder wir schicken euch ein Tutorial, wie ihr Zoom einrichten könnt, wie ihr es nutzen könnt. So, und dann macht ihr ein tolles Kundenevent. Alle eure Außendienstmitarbeiter, die natürlich zu Hause sitzen, aber alle eure Außendienstmitarbeiter plus die 100 Kunden, mit denen ihr im Unternehmen in Verbindung, persönlich in Verbindung bleiben wollt. Und jetzt habe ich es vorher schon gesagt beim Reisebüro. Inszenierungsfreude, das ist bei diesem Medium extrem wichtig, gerade wenn es online ist. Inszenierungsfreude. Jetzt inszenieren wir das Ganze. Schickt doch zum Auftakt, ist meine Idee. Schickt doch zum Auftakt ein paar Tage vor dieser online hochwertigen Kundenveranstaltung. Schickt doch den Kunden pro Teilnehmer 2 Paar Weißwürst, 2 Weißbier und ein tolles Glas dazu. Und dann macht ihr ein Weißwurstfrühstück. Da macht ihr ein Happening. Wenn ihr mögt, ich moderiere euch auch das Ganze. Ich bin wahrscheinlich eh einer der ersten offiziellen Zoom-Moderatoren. Ich habe überhaupt nichts von dem Unternehmen, also ich verdiene überhaupt nichts, aber ich bin wahrscheinlich einer der ersten offiziellen Zoom-Moderatoren, der das mit ein paar Unternehmen schon erfolgreich machen durfte. Ich moderiere euch das und dann stellt man ein erstklassiges Programm auf die Beine. Interview mit der Geschäftsführung können wir auch noch mit einbauen. Nebenbei stellt ihr eure aktuellen Produkte vor, um die es geht. Und ich steuere auch gerne ein paar Beiträge zu meinem Thema Motivation und Begeisterung bei. Ich traue mich, mit euch zu wetten, die Hälfte eurer Kunden ist mit dabei. Die sagen, coole Idee, machen wir mit. So, jetzt wenn ihr noch eins drauflegen wollt, es geht ja immer um Mehrwerte. Übrigens auch vor Corona ging es schon immer um Mehrwerte, wenn man Kunden binden wollte. Jetzt wenn ihr noch eins drauflegen wollt, dann sagt ihr euren Kunden, komm, ihr braucht diese Plattform bestimmt auch öfter. Wir zahlen euch die Profi-Version von dieser Online-Videoconferencing-Plattform. Wir wollen nah bei euch bleiben. Ihr werdet das Instrument in Zukunft öfter brauchen. Und unter uns, ganz ehrlich, wenn sich euer Außendienstler nur mit der linken Pobacke in seinen Dienstwagen, den ihr finanziert, reinsetzt, dann hat er die 14 Euro, die jetzt zum Beispiel Zoom kostet, dann hat er die 14 Euro schon längst verbrannt. Also das ist eine gute Investition. Weißwurstfrühstück zum Beispiel, Weißwurstfrühstück, die Plattform bekommen eure Kunden alle kostenfrei. Wer bei der Einrichtung Hilfe braucht, dem helft ihr. Ich moderiere es, Riesenevent. So, das ist eine Community. Wir werden uns in den nächsten Wochen immer wieder treffen. Das ist nicht mit der Corona-Krise, sobald die vorbei ist, ist dieses Format nicht vorbei. Wir bleiben im Austausch. Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Und jetzt habe ich mir gedacht, Moment mal, wer ist denn heute zum Beispiel in unserer Community auch mit dabei? Das ist ein Unternehmen, das vor 2 Wochen auch schon mit dabei war, nämlich die Brauerei Georg Schneider und Sohn von Schneiderweiße. In der Krise ist Kollaboration extrem wichtig. Vielleicht sagt ihr, wenn ihr dieses Format machen wollt, hey Georg Schneider, Schorsch, pass mal auf, ich bräuchte da ein bisschen was und Schneiderweiße liefert das Bier und ihr kommt euch vielleicht bei den Versandkosten entgegen. Ich weiß es nicht. Ich will auch Schneiderweise keinen Druck aufbauen, gell? Liebe Susanne, lieber Christian und lieber Georg, wenn ihr mir zuhört. Aber warum nicht kollaborieren? Warum nicht gucken? Können wir nicht gemeinsam was machen? Der Weg aus der Krise ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das ist eine gute Geschichte. Und dann ging es weiter. Diese Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, weil wir jetzt noch ein anderes Gewerk mit reinholen. Jetzt holen wir noch ein anderes Gewerk mit rein. Und da ist es rund gegangen bei mir im Kopf, weil ich denke natürlich sofort an die Eventagenturen. Sind ja heute auch wieder ganz viele wunderbare Eventagenturen mit dabei. Auch Werbeagenturen. Wenn es richtig groß werden sollte, liebe Eventagenturen, das wäre doch jetzt ein richtig tolles Format, das ihr euren Kunden anbieten könnt, wenn ihr es nicht eh schon macht. Online-Happenings. Die Präsenzformate werden von den Kunden ja eh nicht nachgefragt gerade. Dann machen wir es online. Machen wir ein Happening draus. Inszenieren wir das ordentlich. Und vielleicht habt ihr als Experten als in diesem Bereich, habt ihr eine wesentlich größere Expertise noch als ich, wenn es um die Organisation geht. Aber vielleicht habt ihr noch andere Ideen und entwickelt ein ganzes Konzept drumherum. Würde mich wirklich interessieren. Und hey, wer weiß, wenn euch was Gutes einfällt, setzt euch gerne in Verbindung mit mir.
Kundenbindung, gerade jetzt in der Krise, ein extrem wichtiges Thema. Ich verspreche euch in die Hand und ich bin tief drin im Thema. Wer jetzt den Kundenkontakt hält, der wird im Aufschwung als erstes mit dabei sein. So sicher wie das Amen in der Kirche. So, Krise war gestern, Inspiration und Motivation für morgen. Was bringt den Menschen in Bewegung? Wenn ihr überlegen würdet, was bringt Menschen in Bewegung? Ich sage es bei meinen Impulsvorträgen und bei meinen Seminaren ja immer wieder. Was bringt Menschen in Bewegung? Punkt Nummer eins, Leidensdruck. Davon haben wir momentan genug. Was bringt Menschen noch in Bewegung? Punkt Nummer zwei, Begeisterung für etwas, eine Leidenschaft. Für neue Formate, für neue Ideen, für Querdenken und Vorwärtsdenken. Oder was bringt Menschen noch in Bewegung, wenn wir schon über das Thema Motivation sprechen, was bringt Menschen noch in Bewegung? Kann ich euch sagen, beides kombiniert, nämlich Leidensdruck und Begeisterung für etwas. Und eine Vision. An alle Führungskräfte, die jetzt heute mit dabei sind, ihr wisst ganz genau, Visionen sind Aufgabe der Führungskraft. Und wir alle wissen, ohne Visionen geht nichts voran. Und wir alle wissen, je eher wir jetzt in dieser heißen Phase eine Vision haben für unser Unternehmen, desto eher werden unsere Mitarbeiter diese Visionen verstehen können und werden eher diesen Visionen folgen. Schaut her, John F. Kennedy, der war wirklich ein Leuchtturm zum Thema Visionen. Also von dem stammen übrigens die nachhaltigsten Leitbilder und Visionen überhaupt weltweit. John F. Kennedy wollte unbedingt, dass die Amerikaner als erstes auf dem Mond sind, vor den Russen. So, deswegen hat John F. Kennedy ein Memorandum seinem damaligen Vorsitzenden des Weltraumausschusses, das war Lyndon B. Johnson, hat John F. Kennedy diesem Lyndon B. Johnson ein Memorandum auf den Tisch, ich will nicht sagen geknallt, aber wahrscheinlich war es so. Und da stand drin, jetzt haltet euch fest, ich zitiere aus diesem Memorandum, aus dieser Notiz von John F. Kennedy. Er blafft fast schon seinen Vorsitzenden an des Weltraumausschusses und sagt, aber er packt ihn auch bei der Ehre. Sie sind doch Vorsitzender des Weltraumausschusses, dann erstellen Sie mir doch mal eine Übersicht, wo wir in Sachen Raumfahrt gerade stehen. Haben wir eine Chance gegen die Russen? Sind wir in der Lage, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sicher wieder zurück? Arbeiten wir an diesem Ziel 24 Stunden lang? Wenn nein, warum nicht? Und falls nein, unterbreiten Sie mir Vorschläge, wie wir schneller werden können. Machen wir die größtmöglichen Fortschritte? Verwenden wir die richtige Technik? Gibt es Alternativen dazu? Erreichen wir unsere Ziele und womit? Ich möchte die Antworten darauf zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Ich will es mal vorsichtig formulieren, man spürt eine gewisse Dringlichkeit. Ja? Und das Problem war, das, was Kennedy da verlangt hat, das war eine nahezu unerfüllbare Aufgabe. So, Lyndon B. Johnson sagt, wie jetzt viele bei Instagram auch, bei den Challenges, Challenge accepted. Lyndon B. Johnson macht sich relativ zügig an die Arbeit und nur ein paar Tage später hat dann Kennedy seine berühmte Rede ans amerikanische Volk gehalten und die enthielt den Satz, ich zitiere, ich glaube, dass diese Nation sich verpflichten sollte, vor Ablauf dieses Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und wieder sicher zurück zur Erde. So, und diese Rede John F. Kennedys, die hat was bewegt, denn die war visionär. Die hat was bewegt, dieses Memorandum, das er geschrieben hat und diese Rede, die haben eine nie dagewesene Leistungsexplosion entfacht bei den Mitarbeitern der NASA. Die Mitarbeiter der NASA, die haben daraufhin, die waren so angestachelt, haben daraufhin gearbeitet Tag und Nacht. Wenn jemand schlafen musste, hat es im Büro getan. Die Frauen, das war damals noch so, die Frauen haben den Männern das Essen ins Büro gebracht und obwohl die Männer so gut wie nie zu Hause waren, sind die Scheidungsraten zurückgegangen. Gut, vielleicht sind sie sogar deswegen zurückgegangen, weil die Männer nie zu Hause waren. Die Zahl der Krankmeldungen, jeder von uns weiß, wie teuer ein Krankheitstag ist, ein Krankenfehltag. Die Zahl der Krankmeldungen bei der NASA ging gegen null. Müdigkeit, Erschöpfung oder Dienst nach Vorschrift waren Fremdwörter. Die Arbeit ist zur Leidenschaft geworden. Und diese Phase, diese Euphorie hat angehalten 10 Jahre.
10 Jahre lang aufgrund einer klar formulierten Vision hat diese Euphorie angehalten. Bis dann am 20. Juli 1969, der ein oder andere von uns erinnert sich vielleicht noch, die amerikanische Raumfähre Eagle auf dem Mond gelandet ist und Neil Armstrong als erster Mann, als erster Mensch der Welt den Mond betreten hat und gesagt hat, ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesenschritt für die Menschheit. Je klarer alle ein Ziel vor Augen haben, die Vision, desto schneller werden wir uns erneuern und desto schneller führt auch für uns in unseren Unternehmungen der Weg aus der Krise. Wichtig ist, die Bestandteile einer Vision, und ihr braucht eine Vision, um die Menschen rauszuziehen aus ihren Ängsten, aus dem Tal der Tränen. Ihr braucht eine Vision, ihr kommt nicht umhin und je eher das passiert, desto besser ist es. Die Bestandteile einer Vision, die Klarheit. John F. Kennedy, die Klarheit, inhaltlich eine Klarheit, aber natürlich auch sprachlich eine Klarheit. Die Bestandteile einer Vision, natürlich die Dringlichkeit. Die Menschen müssen feststellen, müssen spüren, mit jeder Phase ihres Körpers, dass es eine gewisse Dringlichkeit, eine Relevanz gibt auch. Punkt Nummer 3, klar formulierte Erwartungshaltungen zeichnen Visionen aus. Je klarer eure Erwartungshaltung, unser aller Erwartungshaltung formuliert ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen unseren Idealen, unseren Leitbildern, unseren Visionen folgen. Und das ist extrem wichtig, die meisten Projekte in den Unternehmen, das war aber damals auch schon so, vor Corona, das ist jetzt auch so, aber in Zukunft nicht mehr, die meisten Vorhaben in Unternehmen scheitern deswegen, weil es kein klares Commitment zu den Vereinbarungen gibt. Also das Einfordern eines Commitments, extrem wichtig. Und schau her, John F. Kennedy, was hat er gesagt? Ich glaube, dass diese Nation sich verpflichten sollte. Er hat nicht gesagt, man könnte mal um 22.05 Uhr, wenn der Mond zum Saturn im Uranus und vielleicht hat gerade einer Zeit, sondern er hat gesagt, dass diese Nation sich verpflichten sollte, vor Ablauf dieses Jahrzehntes einen Menschen auf den Mond zu bringen und ihn wieder sicher zurück zur Erde. Inspiration und Motivation für morgen, darum geht es heute. Und jetzt ist bei uns, und da freue ich mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, eine Führungskraft, eine Top-Führungskraft, die mich selber immer wieder inspiriert und motiviert. Wir spielen immer so ein bisschen gedankliches Ping-Pong. Ganz viele von euch haben nachgefragt, auch heute wieder das Thema Führung. Also wie kommuniziere ich richtig in der Krise? Oder wie gehe ich mit meinen Kunden um? Oder auch ganz einfach, wie halte ich mein Team in der Krise bei Laune? Und unseren nächsten Gesprächspartner, ich hätte ihn gerne live gehabt. Ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne live gehabt, aber der ist sowas von durchgetaktet, dass es einfach nicht untergebracht hat zeitlich. Und deswegen haben wir gestern ein Wohnzimmergespräch gemacht, bei mir in meinem Homeoffice. Ich auf dem Sofa, er bei sich im Vorstandsoffice in München. Motivation und Inspiration. Jetzt vom Vorstand Beschaffung, also Vorstand Beschaffung bei MAN Truck & Bus. Ich freue mich sehr, dass ich euch dieses kurze Interview präsentieren darf, dieses Gespräch mit Holger Mandl. Hallo und grüß Gott, hallo Paul. Holger, du hast gleich am ersten Tag der Corona-Krise was sehr, sehr Bemerkenswertes gemacht, denn du hast gleich am ersten Tag der Pandemie eine Post-Corona-Taskforce ins Leben gerufen. Also dich schon sehr, sehr zügig mit dem Thema beschäftigt, wie wird es nach der Krise sein? Gleich am ersten Tag, wie haben deine Kollegen und Mitarbeiter reagiert? Ja, die waren natürlich am Anfang ein bisschen überrascht, dass wir gleich am ersten Tag mit einer Post-Corona-Arbeitsgruppe beginnen. Aber warum haben wir das getan? Es ist ganz einfach, etwas runterzufahren. Aber es ist genauso wichtig, eine Perspektive zu geben. Die Perspektive war für mich, dass wir alles, was wir runterfahren, irgendwann auch wieder raufzufahren haben. Und das wollte ich den Mitarbeitern von Anfang an sagen, dass man sich Gedanken darüber tut. Und das ist ganz gut angekommen. Und die Mitarbeiter haben das Ziel bekommen, ein bisschen die Arbeitsweise zu gucken, wie wir einen Hochlauf organisieren könnten, wie wir mit all unseren Lieferanten kommunizieren, reden, ja, wie wir das planen können. Und das kam wirklich sehr gut an. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, wie wir während und auch nach der Krise unsere Werte leben. Und für mich ist eins wichtig, die hanseatische Kaufmannslehre. Viele versuchen natürlich momentan, ein Schnäppchen zu schlagen. Und das kommt für uns und für mich nicht in Frage. Und deswegen haben wir unseren Mitarbeitern gesagt, wie können wir unsere Werte leben und auch als hanseatischer Kaufmann gesehen werden von Kunden, Lieferanten und von Partnern. Jetzt waren ja vor Corona sehr viele Firmen mit sich selbst beschäftigt. Selbstzentrierung.
Was glaubst du denn, nach der Corona-Krise wird das Thema Kundenzentrierung, wird die Zentrierung, die Fokussierung auf den Kunden einen neuen Schub bekommen? Ich glaube total. Es ist überfällig geworden. Speziell in vielen, vielen großen Konzernen hat man sich natürlich nur mit sich selber beschäftigt. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit wird es umso wichtig, wieder Umsatz zu generieren. Und Umsatz generiert man, indem man einen Kunden nutzt, einen Kundenmehrwert gibt. Und das geht halt nur mit dem Kunden. Und deswegen sind alle internen Aktivitäten wahnsinnig schön, alle internen KPIs toll. Aber der Kunde, der bringt das Cash in das Unternehmen. Und deswegen ist diese Kundenorientierung, ich sage mal, für mich das Wichtigste nach Corona, dass wir das wieder in das Zentrum unserer Aktivitäten und unseres täglichen Doings reinbekommen. Deswegen, ich glaube, wird der Kunde attraktiver werden für alle wieder und der Kunde wird auch merken, dass man sich viel, viel mehr um ihn kümmert. Was glaubst du denn, Holger, wie wird denn nach Corona das Arbeitsleben bei MAN Truck & Bus, aber auch allgemein, wie wird das Arbeitsleben aussehen? Ich glaube, diese Corona-Zeit, und ich gebe dir ein ganz einfaches, praktisches Beispiel. Ich habe in den letzten Jahren einmal im Quartal eine Videokonferenz gemacht. Ich mache momentan 3 am Vormittag und 4 am Nachmittag und noch 2 am Abend. Das wäre für mich undenkbar gewesen. Quasi über Nacht ist Videokonferencing für mich normal gewesen. Dann haben wir natürlich in vielen, vielen Bereichen gehabt eine Arbeitsverdichtung, eine Personenverdichtung, eine Reiseverdichtung, sei es im Flugzeug, ja, sei es in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in den Büroräumen. Das waren wirklich Großraumbüros, alles musste enger zusammensitzen. Und es wird einige Menschen geben, die das nicht mehr wollen. Und deswegen sind wir praktisch durch Corona darauf gestoßen, dass diese Dinge anders werden. Dienstreisen. Warum Dienstreisen, wenn man sich auch in dieser modernen, netten Form unterhalten kann? Ich glaube, für den Erstkontakt wird es immer noch wichtig sein, jemanden kennenzulernen. Den zweiten, dritten Kontakt kann man, oder das Follow-up-Meeting kann man auch durchaus heute mit den neuen Medien machen. Und ich glaube, das ist gekommen. Und es gibt viele, viele andere Dinge. Wenn ich sehe, so wie heute diese Meetings ablaufen, sehr konzentriert, sehr fokussiert, alle sind pünktlich. Da ist in den letzten Jahren, als alles so gut lief, als sich jeder mit sich selber beschäftigt hat, war jeder ganz, ganz wichtig. Alle kamen zum Meeting, der eine früher, der andere später. Und da merke ich heute eine ganz, ganz neue Disziplin. Und deswegen glaube ich, dass viele, viele von diesen Eigenschaften, die wir auch momentan alle aufschreiben, was uns positiv auffällt, dass die auch ein Teil davon zumindest mit in das neue Arbeitsleben reinkommen. Was würdest du sagen, was sind so die 3 wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft jetzt in so einer Situation? Also ich kann jetzt einfach sagen, Kommunikation. Aber mit Sicherheit ist die Kommunikation wichtig. Und dann ist das für mich, eine Führungskraft ist für mich eine Art Leuchtturm. In schönen Tagen macht man Fotos mit einem Leuchtturm. Und in schwierigen Zeiten muss man sich an einen Leuchtturm ausrichten können. Deswegen ist es für mich, eine klare Strategie zu haben, klar zu kommunizieren und auch wieder Perspektive zu geben und Motivation zu geben. Denn alle Mitarbeiter, die auch heute zu Hause sind, die bei uns in Kurzarbeit sind, die wollen ja irgendwo von uns wissen, geht es dann irgendwann weiter. Und ich glaube, es ist die Aufgabe einer Führungskraft, eine Richtung vorzugeben, häufig zu kommunizieren und die Mitarbeiter nicht nur, ich sage mal, in den Kopf reinzusprechen, sondern auch manchmal im Herzen abzuholen. Das heißt, Empathie für das Verständnis der einzelnen Leute, die abzuholen und wie gesagt, irgendwann zu sagen, es geht weiter. Und deswegen gibt es auch eine Post-Corona-Taskforce, wo wir jeden Einzelnen darüber informieren, was wir gerade tun, damit alle auch eine Perspektive haben, dass es weitergeht. Lieber Holger, bitte vervollständige folgenden Satz. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann wünsche ich mir, und ich glaube, viele Selbstverständlichkeiten werden für mich erstmal wieder ganz neu bewertet werden. Zeit mit Freunden, mit meinen Eltern, ein Restaurantbesuch und natürlich auch das Wir statt Ich. Im Berufsleben sind es ein paar andere Dinge, wo ich einfach nochmal sage, das, was wir jetzt kennengelernt haben, Effizienzen und effektive Abstimmung, Pünktlichkeit, Konzentration auf das Wesentliche, respektvoller Umgang. Ich wünsche mir einfach, dass wir das beibehalten, das, was wir in den letzten 2, 3, 4 Wochen, was ich neu kennengelernt habe, das war immer positiv, aber die Intensität und der Respekt, der von jedem herangebracht wurde, ich wünsche mir, dass wir davon viel mit rübernehmen nach Corona. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Vielen herzlichen Dank. Inspiration und Motivation. Vielen Dank. Der Vorstand Beschaffung bei MAN Truck & Bus, Holger Mandl. Vielen herzlichen Dank, lieber Holger. So, soweit also das Gespräch mit Holger Mandl. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Eine inspirierende Persönlichkeit, eine motivierende Persönlichkeit. Und an der Stelle nochmal zu MAN Truck & Bus, lieber Holger. In Abwesenheit sozusagen nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gut, wir haben noch eine Minute Zeit und jetzt möchte ich ganz gerne zur Q&A zu gehen mit euch. Das heißt, eure Fragen, jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen an mich zu stellen, was euch auf den Nägeln brennt. Braucht ihr irgendwas von mir? Gibst du uns den Kontakt für die Roll-Ups bitte? Sagt die Birgit, das mache ich natürlich gerne, liebe Birgit. Melde mich, schick mir nochmal zur Sicherheit, liebe Birgit, schick mir zur Sicherheit noch eine E-Mail an pjb oder machen wir es einfach, info@pauljanisbaumgartner.de. Dann schicke ich dir den Kontakt von der Miriam und vom Nozer Ideenwerk, Ideenwerk Nozer zu. So, eure Fragen im Chat bitte jetzt an mich, denn ich würde die natürlich ganz gerne beantworten. Es kommt eine Frage rein und zwar die Tanja. Die Tanja, Führungskraft aus Niedersachsen, fragt, wie motiviere ich Kunden, Projekte in der Krise weiterzumachen? Das finde ich auch interessant. Wie motiviere ich Kunden, die jetzt die Projekte storniert haben? Wie kriege ich die dazu? Wie kann ich die motivieren, dass die die Projekte weitermachen? Es kommt wieder ein Klassiker. Tanja, meine Empfehlung, wie bei allen anderen auch, greift zum Telefonhörer, sagt dem Kunden, der Weg aus der Krise ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und jetzt ist es halt interessant, wie man diese Krisenkommunikation hinbekommt. Also zum Beispiel, der Weg aus der Krise ist ein Gemeinschaftsprojekt. Zeig dich solidarisch mit dem Kunden, ist meine Empfehlung. Zeig dich solidarisch mit ihm und sag, wir machen jetzt was und ihr zahlt nur einen Teil und den Rest später. Also Teilzahlung, Ratenzahlung, je nachdem, wie es um die Liquidität eurer Unternehmung aussieht. Wir wollen doch alle, dass dieses Projekt erfolgreich ist. Oder was auch eine Möglichkeit ist, das müsst ihr natürlich immer entscheiden, was ihr machen wollt, aber eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass ihr sagt, wir machen eine Erfolgsbeteiligung. Anderes Modell, wir verlangen erstmal nichts jetzt erstmal und wenn dann euer Projekt erfolgreich umgesetzt wird, dann sind wir in irgendeiner Form, wie das immer aussehen mag, ob es im Prozent- oder im Promillebereich sich bewegt, sind wir irgendwie daran beteiligt. Das wäre so meine Idee zu der Frage von der Tanja. So, dann ansonsten kommen keine Fragen rein. 30 Minuten, 17.30 Uhr haben wir. Ich möchte mich mit ein paar wichtigen Botschaften noch an euch wenden. Nächste Woche Donnerstag, der Weg aus der Krise ist ein Gemeinschaftsprojekt. Nächste Woche Donnerstag lade ich euch ein. Nächster Impuls, Zoom, Themenschwerpunkt nächste Woche, Mitarbeiter, weil gar so viele danach gefragt haben. Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern, wird unser Thema sein. Und da freuen wir uns auf Weihbischof Dr. Thomas Döll. Weihbischof und Mentor für die Wirtschaft, super spannende Kombi, unser Gast nächste Woche Donnerstag. Denkt an eure besten Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, denen tut so ein Impuls bestimmt auch gut, gebt ihnen Bescheid, ladet sie mit ein nächsten Donnerstag, weil wenn es denen gut geht, geht es euch auch gut. Und unter allen, die sich für nächsten Donnerstag anmelden, verlosen wir eines dieser wunderbaren Hintergrund-Roll-Ups für eure Videokonferenzen zu Hause, über die wir eingangs gesprochen haben. So, viele haben mich gefragt, kann man das Ganze auch intensiv machen? Die 30 Minuten, die gehen so schnell vorbei. Das kann man natürlich intensiv machen. Wir machen das am nächsten Mittwoch wieder. Intensiv, Impuls, Zoom, Kundenbindung in der Krise, vom Kunden zum Fan spezial. Seid mit dabei. Es scheint ganz gut gewesen zu sein, nachdem die meisten auch heute wieder mit dabei sind, kann es nicht so verkehrt gewesen sein, was wir gestern gemacht haben. Nächster Termin, kommende Mittwoch um 9 Uhr früh mit frischem Kaffee, mit frischen Croissants, 2 Stunden lang gemeinsam Ideen entwickeln. Termin schicke ich euch nochmal zu, Anmelde-Link kommt. Und das war's für heute. Krise war gestern, Inspiration und Motivation für morgen. Wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne auf meiner Facebook-Seite, bei LinkedIn, bei Instagram den Kommentar. Und ansonsten, war mir eine große Freude. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Bleibt optimistisch. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch.